Versetzt. Und ich komme mir vor wie das zerknautschte Stück Papier in einer Abfalltonne. Was mich aber nun endgültig fertig macht, ist eine noch himmelschreiendere Sauerei. Es gibt Nachtfrost. Nachtfrost, meine Füße sind kalt. Aua, Nachtfrost. Und ich fühle mich so alt. Aua, Nachtfrost. Ich stehe sinnlos im Wald. So wie die Wut mich gebracht. Mein Trümmerhaufen. Angelika, ich werde Greifswald kampflos übergeben. Hast du dir das genau überlegt, Achim? Ich kann diesen Wahnsinn nicht länger mitmachen. Willst du nicht lieber doch zu deiner Mutter fahren? Nein, ich bleibe. Michel sieht die Sache zu eng, nur von unten. Die Sicht von unten muss nicht immer eng sein und die von oben nicht immer weit. Obwohl, bei mir im Betrieb gibt's auch solche Vorstellungen. Am liebsten gleich eine neue Kammgarnweberei aus dem Hut gezaubert. Und weißt du, wann mir meine Planer immer damit kommen? Wenn ich sie frage, wo endlich die Pausenräume und Duschen für die Arbeiterinnen bleiben. Darauf erklärt mir doch neulich einer prompt, lohnt sich nicht mehr. Und legt mir Pläne vor von Schlössern, die vorläufig im Monde liegen. Und was hast du ihm geantwortet? Die Mittel, bitte sehr, mein Herr. Von wem? Wie? Dadurch, dass es Sterntaler regnet?
Warum begreifen manche Genossen diese Wechselbeziehung nicht? Flatternder Puls. Los, Schwester. Tampon, warte, Schere. Nicht nötig. Nicht still, Hans, still. Ich operiere gleich. Nach diesem Erfolg in Kassel solltest du dich in Dresden um den Titel des Hofkompositeurs bewerben. Es ist doch auch eine Auszeichnung für die Stadt Leipzig, wenn ihr Direktor Musices Hofkompositeur wäre. Wenn du meinst.